Ja, wir sind hier in Bad Kreuznach an einem Standort der KAS. KAS ist ein weltweit führender Anbieter für Maschinen für die Getränkeindustrie. Hier am Standort Bad Kreuznach bauen wir überwiegend Maschinen für die Abfüllung und das Ausmischen von Getränken. Wir stehen jetzt hier vor einem Ventilknoten, den wir an unseren Füllmaschinen zum Einsatz bringen. Die Herausforderung, die wir hier haben in der Fließfertigung, ist, dass wir eine Komponente gesucht haben, mit der wir diesen Ventilknoten komplett vormontieren können und keine zusätzlichen Arbeiten mehr haben, wenn wir dieses Modul mit der Füllmaschine verheiraten. Die Module von IFM bieten uns hier die optimale Möglichkeit, die Komponenten, die an dem Prozessmodul verbaut sind, zu verdrahten und der SPS dann später zur Verfügung zu stellen. Ja, wir sind hier in Worms am südlichsten Standort von KHS. Hier in Worms bauen wir Palettiermaschinen und Verpackungsmaschinen. Das sind Hochleistungsmaschinen für die Getränkebranche. Unsere Palettiermaschinen stellen innerhalb von weniger als 6 Sekunden komplette Lagen auf die Palette, sauber und stabil, damit dann die Getränke sicher beim Verbraucher ankommen. Wir nutzen IFM-Module mit iolink und setzen dann quasi EA-Hubs auch von IFM ein, um quasi die Standardsensorik einzusammeln. Ja, wir hatten schon ein dezentrales System, allerdings war das proprietär und quasi nicht offen hinsichtlich anderer Hersteller, was Sensorik oder Aktorik angeht. Also vom Prinzip ist auch in der Palettiertechnik der Weg hin, dass wir teilweise intelligentere Sensoren bekommen. Und da sind wir jetzt quasi gut gerüstet mit der Grundtechnologie iolink. Und wir haben KHS-weit ein einheitliches System, was auch für uns in der Palettiertechnik die Besonderheiten mitträgt. Qualität hat bei uns sehr hohen Stellenwert, weil wir unseren Kunden qualitativ hochwertige Maschinen zur Verfügung stellen wollen, die dann auch die Aufgaben, die uns der Kunde stellt, auch erfüllt. Wir erwarten von unseren Produkten, dass sie einfach zu bedienen sind und ohne Stopps produzieren. Und das erwarten wir dann auch von unseren Zulieferern, dass sie diese Qualität mitgehen und bereitstellen. Wir sehen bei uns in der Branche viele Entwicklungen in Richtung optischen Sensoren und da hat IFM auch Produkte in ihrem Portfolio und ja, die werden wir sicherlich auch testen. Ich arbeite für die KAS seit 1990, was dann mittlerweile 32 Jahre sind. So gefühlt, solange ich bei der KAS bin, ist IFM ein Begriff für mich. Und jetzt in diesem Projekt war die Zusammenarbeit dann sehr intensiv, weil wir da über sehr lange Zeit uns technisch ausgetauscht haben, um die beste Lösung zu finden. Ja, also die Ansprechpartner von IFM sind sehr kompetent und auch immer zuvorkommend. Fühlen wir uns sehr gut aufgehoben.